Da kommt er. Okay. So, klappt das, ja? Okay, da geht die Tür auf. Ich muss hier auf jeden Fall mit einer Kiste runter. So, aber hier geht's ja auch rein, ne? Ich glaube, kann ich mich da irgendwie reinpacken? Ganz komisch vielleicht. Warte mal, mit dem Sprungangriff im richtigen Moment? Nee, klappt nicht so richtig. Also, ich weiß ja, dass hier im Original was Unsichtbares ist. Aber ich komme nicht rein. Shit. Okay, wir gehen erstmal den anderen Weg. Aber wir müssen uns merken, dass es da auf jeden Fall noch weitergeht. So, zack. Ja. Okay. Als kleiner Link kommt man für gewöhnlich aber nicht in die Festung. Der Eingang ist von Wachen blockiert und sonst muss man sich einfach den Weg umgekehrt durch die Sandsturmwüste laufen. Ah, okay. Eine größere Geldbörse. Ja, auf jeden Fall. Ich habe das bei anderen gesehen. Dort, wo das Bogenschießen ist, war was anderen... Was war was anderes als kleiner Link? Oh, und das Auge der Wahrheit wird es echt schwer. Das stimmt. Frage ist, kommen wir hier rüber? Jo, da kommen wir rüber. Ich meine, unsere... Oh Gott. Unsere Mission ist ja jetzt sowieso erstmal, dass wir den Hammer besorgen, ne? Das reicht mir persönlich ja erstmal. Hallo. Mann, das ist ja super nervig. So, zack, zack, zack. Okay, bekommen wir denn was dafür? Das ganze Geld, ne? Es geht alles ins Leere. Das ist so traurig. Ah ja. So, warte mal. Hier weiß ich auch, dass hier irgendwas Unsichtbares war. Irgendwo war hier auch was Unsichtbares. Aber... Ja, das frage ich mich auch, Stefan. Wo ist die Auge... War hier nicht was Unsichtbares? Wo es die größere Geldbörse gibt, genau. Das frage ich mich auch. Was haben wir denn jetzt gemacht mit dem Schalter? Vielleicht Unsichtbares Ruhe, das kann auch sein. Da müssten wir sie ja irgendwo fühlen, sag ich mal. Fühle ich aber nicht. Vielleicht ist da auch nichts drin. Meint ihr, wir haben eine andere... Der Schalter war für einen anderen Raum, aber geht das? Ich weiß es nicht. Können wir mal ein paar Bomben werfen? War hier nicht irgendwas Unsichtbares noch? Gab es da nicht irgendwie was? Oder irre ich mich da gerade? Also wenn hier was Unsichtbares wäre, müssten wir es eigentlich merken, oder? Oder irre ich da mich jetzt auch? Also da müsste ich ja so dagegen laufen können. Mist, ey. Ich kann jetzt auch nichts weiter machen. Wofür war der Schalter? Rüste mal Schild wieder aus. Ich wollte ihn gleich ausgelassen haben, wenn die Strafe kommt mit dem Schild. Da komme ich dann gar nicht erst in Verführung, weißt du? Irgendwas zu machen.
Also wir haben jetzt gerade zwei Raubschleime und drei von den Eistypen. Oder drei Raubschleime und zwei von den Eistypen getötet. Haben den Schalter aktiviert. Uns wurde jetzt aber nicht so richtig gesagt, was hier passiert. Tür ist wieder zu. Eistypen sind alle wieder da. Das ist schlecht. Also wir müssen auf jeden Fall hier weiterkommen, ne? Weil die anderen Räume sind ja alle nicht... Oder haben wir jetzt eine Tür irgendwo anders aufgemacht? Ja! Michael, bis später, ciao! Okay, hier komme ich jetzt auch erstmal weiter. Keine Ahnung, was der Schalter gemacht hat. Keine Ahnung. Oh Gott. Okay, hier kann ich auf jeden Fall mit normalen Pfeilen erstmal das wegmachen. Müsste funktionieren. Wir haben ja im letzten... Vielleicht mache ich erstmal die Fledermäuse weg. Na komm. So. Ne, geht gar nicht, ne? Das war, wenn du das Auge der Wahrheit hast, ein Gitter. Der Schalter hat das Gitter, denke ich mal, beseitigt. Ah, okay. Okay, ergibt Sinn. Das heißt, jetzt sind wir auch nur da reingekommen, weil ich eben den Schalter gedrückt habe und jetzt das Gitter quasi aufgegangen ist. Alles klar. Dankeschön. Also denkst du, wir haben jetzt nichts verpasst. Das ist natürlich dann gut. So, ich schmelze mal das Eis. Kann ich das auch gleich mit einem Schuss verbinden ins Auge? Hier ist eine Tür. Ich glaube, ich muss sowieso runter. Also ich gehe jetzt einfach mal runter. Jetzt dreht sich's. Pirate Quest, jetzt dreht sich's. Da habe ich ja noch daneben geschossen. Verdammt. So, jetzt. Normale Pfeile. Und dann sollte das hoffentlich gleich... Na? Nein? Erledigt sein hier. Okay. Oben ist die Tür wieder aufgegangen. Und da brauche ich einen Schlüssel. Das heißt, ich muss mich jetzt... Okay, da ist ein... Nein! Da ist ein Enterhakenpunkt auf jeden Fall. Boah, dreht sich das schnell. Jetzt wäre es mir auch lieber, es würde sich nicht drehen. Schön, ey. Ist das nervig. Okay. Noch ein Versuch. Kann doch nicht wahr sein. Warum? Warum machen die keine Leiter dahin? Jetzt wird der Longshot halt besser, ne? Ich glaube, andersrum laufen geht schneller. So, und jetzt mal ein bisschen zielen. Das war doch ein Treffer. War das nicht Lava? Jetzt ist verdrecktes Wasser. Findest du, das ist keine Lava? Ich finde, das sieht immer noch aus wie Lava. Ja, dankeschön. Nee, erst recht, es ist so Gift. Ich glaube, beim letzten Mal war es auch Gift. Ist lila, ja. Ah, okay, jetzt kommen wir an den Schlüssel. Alles klar, der Kreis schließt sich. Das ist schon mal geil. Schön, gefällt mir. So. Weiter geht's. Eine Minute für was? Da ist ein Augenschalter. Blaues Feuer haben wir auch. Da haben wir... Boah, ey.
Okay, dafür brauche ich das blaue Feuer. Aber habe ich hier auch irgendwo Kisten? Was macht der Schalter hier? Der verschiebt das Gitter. Da ist auch wieder ein blauer Schalter. Hey, Eva! Dankeschön! Danke für die Mitgliedschaft. Und Kevin freut sich auch noch. So, warte mal. Ich hole mir erstmal ein bisschen blaues Feuer. Und natürlich, wenn die Eva möchte, darf sie jetzt auch einmal drehen lassen. So, let's go. Kevin darf das Rad drehen, wenn er mag. Die Eva, diese. Die hat einen Gönjamin heute. Nice. Vielen Dank auf jeden Fall. So, wir haben blaues Feuer. Was? Danke, auch im Namen meiner Eltern. Hä? Okay, cool. So, was machen denn die hier ganzen Schalter? Haben die überhaupt einen Zweck? Ah, okay, da fliegt eine Kiste runter. Wo ist denn die Kiste? Kiste? Hat jemand die Kiste gesehen? Da hinten. Okay. Was haben wir denn hier so? Da geht das Gitter vor. Wir müssen sicherlich das hier machen, ne? Oh. Warte mal, das muss wieder zurück. Jetzt geht der Schalter nicht mehr zurück. Was? Was ist das denn hier schon wieder? Jetzt geht die Tür auf? Ja toll! Hä? Den Schalter hätte ich nicht drücken dürfen, oder was? Ach Mann! Plus 5 Minuten? Warum? Ach so! Shit, ihr habt recht. Ihr habt recht? Habe ich gerade voll vergessen. Stimmt. Ja, und ich muss es gleich nochmal machen, weil ich es verkackt habe. Ups. Habe ich aber auch wieder Leute, die hier aufpassen. Man, man, man. Ja, und ich sollte drehen. Möchtest du drehen? Also, jetzt wahrscheinlich. So, jetzt machen wir den. Und da müssen wir jetzt die Kiste draufstellen. Jetzt haben wir es, ne? Das ist so gemein. Den einen Schalter darfst du einfach nicht benutzen. Das ist so mies. Okay, jetzt haben wir es geschafft. Oh nein, ich hasse den Raum. Hä? Hallo? Wo kommst du denn her? So, ja, also 10 Minuten haben wir jetzt. Alles klar. Kein Problem. Aber, steht noch die Frage im Raum, ob der Kevin jetzt drehen möchte. So, wir haben jetzt die ganzen... Jetzt ist erstmal die Frage, wir machen das Feuer aus. Da haben wir einen Schlüssel, da geht's zurück in den anderen, in den Hauptraum. Über den Schalter wahrscheinlich. Dreh später, mein Bester. Okay, alles klar. So, Feuer geht aus. Ich mache erstmal einen gekonnten Sprung. Denn eigentlich kann man das ganz gut immer so erreichen. Okay, hier kann ich auf jeden Fall... Hier kann ich einen... Zeitblock holen. Dö-düm. Okay. Ich bin auf jeden Fall zu langsam. Der hier hat kein Feuer. Das Gute ist, die Blöcke sind jetzt da. Aber ich frage mich gerade, was bringt mir denn das, das Feuer, die Rubine überhaupt einzusammeln? Weil dann kommt mich ja... Ah ne, da hinten geht's ja noch weiter. Da geht's ja noch weiter. Oh Mann.
Jemand hat Ganondorf gegen einen silbernen Leun kämpfen lassen durch Cheats. Der Leun hat gewonnen. Ganondorf, du Lappen. Okay, noch eine Runde. Zack. Nee, warte mal. Da muss ich hin. Schaffe ich das? Boah, das ist richtig knapp gewesen. Okay, dann sack ich mal den hier ein. So, jetzt hört es gleich wieder auf, ne? Feuer ist wieder an. Okay. Jetzt kehre ich einmal nach oben zurück, drück den Schalter und dann müssten wir schaffen, oder? 1, 2, 3. Das sollte schaffbar sein. Okay. Ganondorf, dieses kleine Schwein. Ah, ganz kleines. Hey, Trackbeat. Ja, Trackbad. Danke fürs Abonnieren. Ich komme da gar nicht hoch. Warum komme ich nicht hoch? Okay, ganz knapp. Wenn ich mich ganz, ganz, ganz knapp an die Kante stelle, funktioniert das. Okay. Noch eine Runde. Also hier runter. Hier runter. Zack. 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 Oh, da kommt er noch hinterher. Oh Gott, oh Gott. So, okay, das hätten wir. Wie viele Skuldis hast du denn? Im Moment habe ich... Warte, ich guck mal kurz. 74. 74 Skuldis haben wir aktuell. Okay, nächster Raum. Ah. Defeat all the enemies in a limited time. Ne. Habe ich jetzt gar nicht gedacht. Hallo? Oh, was geht denn hier ab? Euer Eis. Okay. Nein, 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 nein. Nein, der scheiß Eisgegner. Nein. Ah, kacke. Da müsstest du eigentlich bald die größere Börse kriegen. Oh, alles klar. Aber wann? Das ist halt die Frage. Mann, das ist aber mies. Die Eisgegner verschwinden einfach. Okay, Wirbelattacke geht auf jeden Fall gut klar. So. Okay, jetzt haben wir es, oder? Ey, jetzt habe ich einfach 20 Sekunden weniger gebraucht. Alter. Was? Wie geht das denn? Und hier habe ich jetzt den Schlüssel. So, hier geht's jetzt aber... Hier geht's wieder in den Hauptraum zurück, oder? Ist der dann damit offiziell offen oder verschließe ich den jetzt hinter mir wieder? Egal, ich probiere es aus. Nö, der ist jetzt offen. Cool. Sehr schön. Schlüssel haben wir auch. Läuft doch ganz gut eigentlich. Jetzt ist halt das blöde Feuer wieder an. Komme ich damit rüber? Ach hier, guck mal. Hier unten. Zack. Und dann hier drüben. Okay. Sehr schön. Okay, jetzt kommt hier auch so ein richtig ekelhafter Raum. Na toll. Also der ist so schon eklig. Hä? Was sehe ich da gerade? Habt ihr das gesehen? Da kam gerade einfach... Da kamen gerade zwei Eisenprinzen hochgefahren. Läuft doch bisher gut. Ja. Was? Da sollte ich nicht runterspringen. Hä? Wie krank.